RPG, dann Mage und Lore. Das ist ja mal ein geiler Map-Pool, ey. Boah, ey. Immer kannst du es nicht treffen, ne, von der Das wird Oh dann auch Mann, ey. dementsprechend länger dauern, ne, wenn wir die ganze Trial-Map da spielen. Und das sind jetzt Trial-Gedöns. vier Maps und nicht nur drei? Ist auch Vier interessant. Maps, Ja. vier Der hat Runden. ja am Anfang geschrieben, vier Maps, vier Runden. 90 Sekunden Warm-up nur. Gott sei Dank. Ja, 90 Sekunden Warm-up auf der Trial-Map. Dankeschön. Aber nee, das reicht ja. Hoffe auf dem Mittel. Warm-up sitzt schon. Ist das Punktesystem so wie gestern? Ja. Der hat gerade eben geschrieben, Mann. Das war 40, oder? Warte, steht wahrscheinlich noch drin, wenn du den Chat aufmachst. Noch deine Safe, tack. Jumpen mit der Rolle. Machst du die Rolle? Du? Ich war ultra safe. Ich fahre ja sogar am Start durch die Mitte, also. Ich hoffe ich, dass es jetzt. So ein bisschen Angst, dass Oh mein Gott, das war traurig. Bin ins Loch gesprungen. Ja. Scheiße. Ich hab's Ende FS und bin von 22 auf 1. Springen die alle safe aufs Gras? Ja, die meisten. Points are bugged. Die mögen wahrscheinlich einfach das Punktesystem nicht. Ich habe, glaube ich, die letzte Pol berührt und was hat sie gemacht? Sie hat mich genau zwischen die Ziele. Wollen die? Man kann 51 mit einem kompletten Safeway. Ja, was ist denn los? Weiß nicht was. Scrappy, the points, points, Scrappies, points, points are wrong points. Wo waren das? Die Gott, Points waren ey. genauso wie gestern. Ja. Ah, die neuen haben nicht gewartet. Ja, also mir soll es recht sein. Ich hatte sowieso einen schlechten Kriegen wir Run. jetzt neue Maps? Wahrscheinlich. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Ich habe gerade so ein nice Finish gemacht. Nee, also ich finde, es ist Neon wahrscheinlich, ne? Lebt unglaublich lange bei Mir ist mir. bitter dort. Oh, juhu. Ja, nein, bitte nicht. Und dann kommt Neon Drift und dann kommt Wustike und dann kommt Cerasic Park. Oh je, je, je. Okay, also zwei Ach meiner du Scheiße. schlechtesten und meine zwei besten. Ja, das ist nice. Okay, time to shine. Finde die Neon Map eigentlich richtig gut. Ich nicht. Einziges Problem ist, wenn man nicht
gerade auf dem letzten Booster landet, dann schafft man den Jump nie. Das ist ein bisschen annoying. Ist aber auch witzig, wie Karl und Brennen jetzt die letzte Woche nicht mehr on-stream trainieren, ey. Wir gar nicht Platz gefunden hätten. Ja, ich meine, wenn man streamt, das kennst du bestimmt auch, das ist schon ein bisschen anstrengender, ne? Ja, ja, klar. Als wenn man jetzt... Ich bin auch irgendwie immer besser, wenn ich versteckt irgendwie Maps hunte. Wenn das jetzt niemand sieht. So, als ob ich das so im Hinterhalt, weißt du? Aber da bin ich irgendwie besser dabei. Weiß nicht, bei mir macht's nicht... Also ich meine, ich krieg mehr gute Runs hin, wenn ich nicht on stream bin. Aber meine Runs on stream sind nicht schlechter dafür. Ja, aber ich finde, man ist manchmal, unkonzentriert, aber man achtet auf den Chat. Genau. Sowas halt, ne? Man hat vielleicht auch mehr Druck, weil ja jeder Run gesehen wird. Jeder Fehler wird gesehen. Man muss performen, sonst hauen die Viewer ab. Oh nein. So, Start, nicht failen. Mein Crestline. Oh Gott. Ah, deiner auch? Meiner war auch Katastrophe. Meiner auch. Also, ich hatte keinen Two-Wheeler. Also, das ist super langsam. Ich hatte Two-Wheeler, aber so hart, dass ich nicht mehr Grassliden konnte. No way. Oh, Landebug. Ich bin gejumpt. Und nochmal. Oh Gott. Und vor uns habe ich so gut hinbekommen. Das war eine gute Runde. Ah, nur 10. 22. Ah, mein Ende war ganz gut, der Rest war scheiße. Also der letzte Sprung am Ende. Ich hatte einen guten No-Jump. 2 Ringe reingesprungen auf dem Dirt. Ja, die Zeiten sind nicht besonders toll davon, so das wäre ein ist immer noch glücklicher Abstand. Win gewesen, ne? 55,9. Wow. Ah ja, noch ein Nummer Safe verfahren am Start. Oh, ich bin geflippt, dankeschön. Ach du Scheiße. What? Okay. Der letzte Dirty Wheel hat einen Bug gegeben. Ich bin nach oben geflogen. Unlucky. Zeiten sind aber echt gemütlich hier. Ja, aber das liegt an der Map. Ich krieg da den Grasslide nicht hin. Ich kipp immer so nach rechts rüber, dass ich gar nicht mehr Grassliden kann. Ich weiß nicht, wie ich das vermeiden soll. Releasen. Ja. Ach ja, stimmt, die Taktik war ja voll vergessen. Beim Runtersprint muss man ja einmal kurz releasen. Ich geh einfach FS durch, kacke.
Ah, ist schon viel besser. Es kann nicht wahr sein, jetzt krieg ich genau da den Gift. Oh Mann, ich war Siebter. Nach vorne sein kann, ich habe zwei Gears nicht bekommen. Aber danke für die Erinnerung an den Tipp, Marius. Ja. So lange her, dass ich das nicht mehr wusste. Ja, wir liegen jetzt gleich auf. Man entscheidet. Hätte ich mal nicht die erste Runde gefehlt, wäre ich Erster. Ich auch. Ja, ich hatte recht. Die erste Runde noch viel mehr. Ne, warte, wie viel da warst du in der ersten? 28. Ja. Ein Punkt war, oder zwei, ne? War 26. glaube ich. Ganzen Exile, die ist hier, ey. Da hat aber jemand einen Bombenstart da vorne. Zum Henker habe ich da gemacht. So, oh. Ich war jetzt dreimal Zweiter in Folge. Ah, nur 13. Alter, Snow hatte einen perfekten Start, ey. Dass der einfach mal nach dem Breastline eine Sekunde vor allen anderen. Ich hätte Hetra eigentlich überholen müssen, aber ich habe das die letzte Kurve sowas von dermaßen versammelt. Ja. Aber ja, Hetra ist konstant in den Dirtbumps, das ist schon mal klar. Also er kam ja in allen Runden decent durch. Ja, echt nur in 2 von 4. Yannick, ja, 6 Punkte, wieder zurückgefallen ist, ey. Und nur 2 gute Runden bekommen, was heißt gut? Ich kann das Ende einfach nicht so gut. So, jetzt bin ich auch gespannt hier, Leute. Wie gut habt ihr schon trainiert? Wir haben heute sehr, sehr lange trainiert, so die Hälfte der Maps. Ich meine jetzt auf Neon-Drift. Aber diese Strecke halt heute nicht. Also zumindest ich nicht. Turbo hat sie, glaube ich, ganz früh irgendwann gespielt. Naja, ein bisschen mit Spam und Rolly gespielt. Ja, stimmt, du warst da, ja, war ich auch ein bisschen. Aber da also, war ich nicht mehr warmed up oder so. Ich habe die Map mit Rolly vorgestern 3 Stunden trainiert. Oder 2. Verstehe ich, warum die Map für mich so lange lädt. Ich lade immer noch. Ist unglaublich, ne? So viele Schatten. Wenn du Schatten auf hoch hast, dann bist du hier wrecked. Auf niedrig. Na, stimmt schon. Nehm an, das fällt unter Schatten, der Kram. Also ich habe die heute noch nicht gespielt. Aber gestern in diesem Cup lief die sehr gut für mich. Für mich einfach. Ja, das war sehr gegensätzlich bei uns. Ich bin eigentlich scheiße gefahren, also es lief nicht wirklich so gut. Nur, die Leute fehlen halt alle das Ende. Man muss einfach nur das Ende schaffen und man ist Top 5. Selbst ja. Mit einer 48 Sekunden Zeit. So, die Neo-Drifts schaffen und dann bin ich fein. Weil die fail ich die ganze Zeit. Ja, die schon. Ansonsten schaffe ich hier locker 45 Regio. Aber die Neo-Drifts... Ja, ich hab's ja schon gesehen, als wir da die Rounds gespielt haben. Das war schon echt jenseits von Gut und Böse. Sobald ich Yannicks Strategie fürs Ende gesehen hatte, habe ich einfach angewendet und alles war perfekt. Seine Strategie? Ja, einfach nur, dass du halt released auf den vorletzten Bumper drauf. Nicht bremsen? Nee, komplett ohne Bremsen.
Habe ich den Flip nicht. Ich habe jetzt nichts geschafft im Warm-Up, weil ich nicht einmal die Neo-Drifts geschafft habe, aber... Passt schon. Gleich wird's ja jetzt. Okay. Ganz langsam. Trotzdem Dritter, halt. Einfach stehen geblieben vor dem Bumper, damit ich hoch genug komme. Jawohl. Siehst du, Turbo, siehst du, wie einfach das ist? Easy. Mein Run war so schlecht, ne? Ja, jetzt schaut dir halt die Zeit an. Wir hätten auch Zweiter werden können sogar. Ja, ist doch gut. Ja. Bitter, aber nur Zweiter. Ja, Scrappy, du hättest wahrscheinlich schon fast gerade ausspringen können am Ziel und die Kurve nehmen können. Also bis auf den Zeppelin war er eben noch gleich auf mit mir. Und dann hat er den Flip vom Zeppelin runter gemacht. Ich hatte so ein, ich habe am Anfang angeeckt. Ich bin Erster. Ketra hat hier verkackt. Ich wollte es halt erwähnen, solange es noch da ist. Ja. Ich weiß ja, dass ich jetzt gleich überholt werde. Hey. Der letzte Bumper, der kann mich auch kriegen, ja. So. War nicht sehr oft, aber. Passiert. Der hässliche Bug, wenn man im Loop in der Mitte landet. Ich hatte jetzt einen schlechten Loop schlechtes Loop Landing, was eben ist. Das wird. Hey, ich hab mal den Speed behalten hier. Oh nein, ich glaube, ich schaffe den letzten Jump nicht. Doch. Ah, okay. Top 10, ja gut. Ich meine, mein Run war so schlecht und ich bin trotzdem Achter geworden, ne? Man merkt, dass die Leute diese Map nicht trainiert haben bis dann. Ich habe gestern halt einmal die Bumper geübt. Ah, ich hatte am Anfang riesen Probleme mit dem Bumpern, aber... Als ich einen Safeway gefunden habe mit super viel Release und ich versuche das überhaupt nicht flach zu springen, ich release mich da tot. Aber als ich es jetzt gemacht habe, super konstant. Also es ist jetzt mindestens der 6. in Row, der klappt. Ich glaube wesentlich mehr sogar. Verschreißen. Halt auch Release, aber war flach halt. Wird halt prima. Ja, die Stelle habe ich eben verkackt. Jetzt eigentlich auch. Was ein. Gott, es gibt ein Mittellanding. Ah, das hörtet. Hallo! Nee, kein Jinx. Es hat immer noch geklappt. Ich werd langsam schnell. Ja, du übertreibst ein bisschen davon. Ich bin Elfter geworden mit Respawn. Ach du Scheiße. Was ist denn hier für ein Shitfest? Also mein Run, ich hätte auch, ich war knapp hinter dir, Marius. Aber ich hab ein bisschen zu... Ich hatte einen scheiß Winkel. Leider. Bin zu wenig nach rechts gesprungen im Ende. Trotzdem okay Platzierung. Da habe ich viermal die Neo-Slides, das ist ja echt ein Wunder. Scrappy versucht das Ding hier zu gewinnen ohne Wally. Aber Yannick spielt heute wesentlich schlechter als gestern.
Scheint nicht so fokussiert zu sein. Ah, ich bin runtergefallen. Der scheiß Bugbugs. Und ich bin vom Zeppelin gefallen. Ich war Zweiter. Schade, schade. Leute, kriege ich mit meinem Ende überholt. 31. Ich bin von Platz 10 auf Platz 3. Der Gewinner hat eine 48,3 gefahren. Ich bin von 32 auf 11 mit dem Ende. Ich habe halt dort, wo Scrapi gefailt hat, bin ich fast überschlagen. Also ich bin super langsam gelandet. Ich bin so auf zwei Rädern das Ding runtergerutscht. Ah, auch nur. Und da wird schon eine schlechte Runde. Aber ihr kennt das ja, ne? In der Mitte von diesen zwei Loopings, da kassiert man halt so eine komischen Bugs. Ja, und dann kannst du flippen oder was? Ja, oder einfach komplett links rausgeschleudert werden. Wie ja, die letzten beiden Runden waren Käse bei mir. Also in den letzten... Marius mich überholt, nur weil ich eine Runde fail. Ich will mal kurz sagen, in den letzten 7 Runden war ich in 6 davon in den Top 3. Und in allen 7 war ich in den Top 5. In den Top 4 sogar. Als Turbo-Dritter war ich ja Vierter, also das ist schon nicht schlecht, ja. Ja. So, jetzt kann ich dir gar nichts mehr garantieren auf dieser Map. Ja, also du spielst gerade echt gut, Marius. Ja, aber wenn du dir die Zeiten anguckst, so toll sind die eigentlich nicht. Ich komme halt nur jede Runde durch. Das ist es dann halt. Ja. Ist halt kein Hexenwerk so. Mal gucken, wie es auf Serra Sigpark ist. Auf Serra Sigpark wird das alles... Downhill gehen. Du musst den Vorsprung aufbauen, Marius. Guck, du kannst schon zweimal komplett failen. Immer noch Top 5. Oder 4 sogar. Weiß ja nicht, ob das hier so deine Map ist, oder? Das hier sollte meine Map sein. Aber wir haben die lange nicht mehr gespielt, ne? Das ist halt. Das Ende hier hasse ich halt wie die Pest. Das kann mir halt alles vermasseln. Passe den Start, dieses Inside in den Kaktus, das kann ich nicht. Ja, Inside mache ich auch nicht. Ich fahre auch Outside, ich krieg Inside auch nicht hin. Aber ich hole mein Side immer am Ende raus. I feel you fair, ne? Ja. Oh, schon im Warm-up. Ich bin jetzt auch vom Dirty gerutscht. Ich meine, ich bin Vierter und mein Run war wirklich scheiße. Fünfter jetzt oder was auch immer. Ja, weiter. Ja, Top 3, easy. Ja, 3, Top 3. Ja, läuft doch. Ja. Was ist denn mit den Franzosen heute los hier? Ja, ich weiß auch nicht. Mann, Mann, Mann. Schwach, schwach. Wo ist Yonex, der Gott? Ja, der struggelt halt echt ein bisschen. Ja, Yonex und Vildera haben hier gestern gerockt in dem Cup. Also zumindest in der ersten. Im zweiten waren es Dofeld und Klaas mit einem großen Vorsprung. Sind nicht hier, oder? Ich hab sie nicht gesehen, ne. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass keiner von denen in Top 10 wäre. Probier mal was. Ha. Ich bin den Safeway am Ende gefahren und bin Fünfter geblieben. Ich hatte so ein schlechtes Ende. So einen schlechten Start. Alles mit dem Ende geholt, ja. Naja. Ich hab einfach mal den Sprung nicht gemacht und bin von 5 auf 5. Ja.
Ich hab dich überholt, aber die anderen haben auch alle gefailt, ja. Das sind wertvolle Punkte für mich. Leider den Sprung in den Ring ziemlich geschafft. Jetzt haut Marius ab, dann muss ich gleich auf Serazik Park zurückkommen. Ja, Serazik Park, das ist halt so eine der Strecken. Ich bin eigentlich verdammt schnell auf der, ich kann sehr schnell sein. Hatte ja auch zwischenzeitlich mal so Top-Locals dort. Aber es ist halt unsafeable und sowas kann ich gar nicht leiden. Oh nice, Kaktus mitgenommen. Masse dieser Map. Ahnung, mittlerweile. Also eben ging es auf Serazik Park, aber das ist immer anders, Enkel. Ja, nächstes Mal hat ein Stream gesagt, mein Weltrekord da, das Video davon auf Serazik Park wäre absolut bescheuert, Trick, den ich gemacht habe. Join den Surfer, ein Run, mach den Trick direkt nochmal. War eine 48,3. Danach hat es nie wieder geklappt. Lol, die sind alle gefailt. Ich glaub's nicht. Waren vier vor mir, letzten CP. Läuft doch gerade, außer auf ein paar Strecken, da fehlt mir noch Konstanz. Also seid wieder gleich auf, ja? 41, 8. Ja, ist krass, dass man die Hälfte der Punkte praktisch verliert, wenn man Achter wird. Ah. Ja. Ich meine, ich habe jetzt wieder das Ende gesaved, aber ich hatte halt auch einen nur mäßigen Run. Hydra kommt näher an den. Ja, Yannick ist auf einer seiner YOLO-Runden. Meint. Nice. Oh. Kam auch immer näher in die Top 5. Ich hab den Grasslight nicht bekommen, denn letzten sei das wahrscheinlich PB. Maris, ich mach gerade das Ende, wo man einfach nur nach links lenken muss. Mhm. Das ist ganz gut. Ich wollte auch erst safen, aber ich dachte mir, komm, kann ich das mal auch in so einer Situation einmal versuchen? Ich traue mich gerade tatsächlich nicht, obwohl ich eben die Minimap so lang fuhr, mein Auto 90 Grad im letzten Bugslide zu drehen. Ich habe immer Angst, gegen die Pull zu springen und drehe es einfach nicht und kann dann nicht Bugsliden. Und da verliere ich gerade alles. Ansonsten sind die Runden ganz gut. Ja, habe ich gerade auch gehabt. Der Runde, den anderen beiden ging's. Der Start war komplett safe. Vorne.
Noah hat's auch verkackt. Ich bin auf dem Dach liegend ins Ziel. Na, ich hatte jetzt auch eine schlechtere Runde. Nur 17. Aber schneller als der Safeway von 25 auf 17. Ich hatte echt einen schlechten Start. Hab viel zu viel gesaved. Aber nice, Marius. Also 3,5 von 4 Marius hinbekommen. War am Ende mal so ein schnelles rechts, links, bevor ich jumpe. Aber ich jump sehr, sehr oft halt dann nach rechts gegen die Säulen. Das passiert mir so oft. Gerade einmal passiert. Spannend. Das kann jetzt entweder gut oder extrem schlecht werden. Ah, da gibt's kein Mittelding. Das ist hier. Ich werde jetzt ja, sowas von zurückgereicht werden. Na gut, ich habe ein bisschen Vorsprung immerhin auf die anderen. Da musst du halt nur zweimal hinbekommen, ne? Ich denke mal, wenn du es beim ersten Mal hinbekommst, dann bist du auf jeden Fall Top 5. Also ich hatte ja die Map auf einem Round-Server gespielt, im Stream, irgendwann tief in der Nacht, ne? Und da habe ich das direkt im ersten und im zweiten Versuch hinbekommen. Ne? Und Erichsel ist ausgerastet in meinem Chat. Wie einfach das ja bei mir aussieht. Es klappt einfach, WTF. Da fuhr ich dann zweimal eine 1-1 und dann war... GG Scrappy? Gewinnt Scrappy das alleine? Er braucht ja schon Teammates. Ja. Ja, ich weiß nicht, wenn ich einen Startpool schaffe, dann schaffe ich auch den No-Steer. Weil ich genau weiß, wie schnell ich bin und wie ich sliden muss. Aber wenn ich einen Fehler am Anfang drin habe, dann gibt's Chaos. Also machst du in Rounds auch einen Vollgas-Start und nicht den Wall-Pit? Ja, ja. Da habe ich den Start zum Beispiel auf S geschafft. Jetzt crash ich. Ich auch, ah, ich sehe dich. Mal von vorne. Ah, unlucky. Da habe ich es hinbekommen. Nochmal von vorne. Unlucky. Nochmal von vorne. Das ist ein gutes Warm-up, Leute. Nochmal komplett stoppen. Ich hab zu viel nach rechts geturnt, das passiert mir. Jetzt bekommen mehr hin als erwartet. Gut, wenn man zu weit links ist, kann man auch easy gegen die Wand fahren und in CP, ne? Ja. Mach ich auch immer, aber ein bisschen Slowdown davor. Ja, sonst wird das nichts, wenn du nicht slowdownst. Unlucky ist, wenn du genau auf die Edge von dem Block fährst, so wie ich jetzt, dann funktioniert's nicht. Weißt du, wenn du genau auf diesen. Gerade vorm CP in diesen Block reinfährst, dann bleibst du einfach hängen. Ja, dann flippst du halt in einmal 90 Grad, ne? Ja. So, Warm-up einmal von 8 geschafft. So. Das ist doch die Confidence, die ich brauche. Naja. Hattest du es instant, Marius? Nö. Aber es wäre jetzt ja auch doof, wenn man ein gutes Warm-up hat, weil dann kann es ja jetzt nicht klappen. Er hat's geklappt. Na, ich werde mal respawnen. Ich glaube, das würde ein Baumhit werden. Ich wundere mich, dass da jetzt immer noch Leute mit so viel mehr Speed kommen. Ich weiß nicht, also hinter mir ist weit und breit niemand. Also bei mir sind auf jeden Fall viele davor. Deine 5 Sekunden Lücke auf dem zweiten. Oder auch 6. Ja, 12. 16. Hätte noch ein Fail im Cut. Aber naja, immerhin Punkte. Ich weiß, ihr geht ja wahrscheinlich safe auf die Rampe. Ich Ramp-Cut die einfach jede Runde. Ich meine, wenn ich die Speed hab, dann kriege ich den Ramp-Cut auch immer hin, aber... War nicht mit guter Landung, deswegen halt nicht immer Weltrekord-Pace, aber... Dann halt den Gear dann des Todes, sobald ich auf dem Dirt lande, aber... Ich glaube, es ist schneller, als wenn ich safe und drüber jump. Auto hören.
Yes. Ne, ich muss respawnen. Oh, ich bin ein Idiot. Die Runde, Marius? Ich bin vorn. Kannst den Dirt-Trick ja auch konstant, ne? Ich hab ihn allerdings nicht gut gehabt. Aber Snow hat's auch schlecht, also. Who cares? Ich hab von dem Respawn, bin ich 2,7 Sekunden auf dich aufgeholt. Bei dem Respawn-CP, also nach dem Cut, da bin ich ganz oben rein und wusste nicht, ob ich den getroffen habe oder nicht. Ich habe dann auf gut Glück gespawnt, weil ich hing da oben in der Wand fest, irgendwo im Checkpoint. Ja, du spielst hart off, ne? Ja. Nur, siehst du das denn? 21. Scheiße. Die Map läuft noch nicht. Marius gibt sich noch nicht geschlagen hier, ey. Ja, du hast mir halt den Sieg geschenkt. Ich war in der richtigen Runde dann da. Ja, stimmt, aber echt. Ob ich jetzt nochmal schaffe? Los, der Start ist schon mal slow. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Oh, ich glaube, ich bin genau, was ich eben meinte, Turbo. Ja. Slow down. Ja, das war aber nichts. Nice Bug. Die Pose wieder den Baum auf der rechten Seite. Also ich habe 0 Punkte, Marius. Ich habe den Cut nicht geschafft. Deine Chance. Ich habe den Cut nicht geschafft, aber das ist ja dann immer noch halbwegs decent. Von der Platzierung her. Ich habe immer noch das Gras nicht geschafft. Gut, du wirst auch nur so 20 Punkte kriegen, ne? Maximal. Boah. Nö, ich bin ich Vierter. Boah! Ich bin 30. Ich hab 0 Punkte, weil ich hab's immer noch nicht geschafft. Bin zweimal gebuggt am Ende vom Gras. Saki. Dritter im Ziel. Hat noch Jaja verkackt. Das wäre auch ein einfacher Sieg gewesen, wenn ich den Cut geschafft hätte, aber ich bin oben gegen den CP. Wo sind denn die beiden N-Event-Leute? Alpha und Mika und Maimo. Spielen die zusammen? Weil theoretisch sind wir gerade das beste Duo, oder? Ist da noch irgendwer, der uns contesten könnte? Ich glaube nicht, dass immer noch contesten kann. Nee, ich denke, wir sind vorne. Easy Straßburg. Easy Carry. Wählen nur die zwei Go-Teams, Solari, Batman Rollin. Ja, war auch jetzt nur ein Spaß, ja. Mein Teammate! Oh, ich hab's hinbekommen. Ich hab's jetzt dreimal in Folge hinbekommen. Ich hoffe, es funktioniert diesmal. Es gibt sich, warum buggt diese Bande mich jedes Mal so weg, dass ich nicht schaffen kann? Scheiße, ich hab den Cut schon wieder vermasselt. Ich musste auch respawnen. Respawned hab ich nicht, aber. So doof, wenn man den Safe-Weg nimmt. Oh, hi Marius. Ich werde das mal respawnen. Das ist so doof, wenn du da mit viel Speed ankommst. Ja, das geht nicht. Und so richtig hart vorn dran bremsen. Okay, immerhin Achter. Schlechte Runde. Ja, ich bin aufs Ziel gesprungen. Ich hab's gesehen. Ja. Ja. Ja, GG, da hab ich wohl gewonnen. Ja, nice. Achter Platz bin ich auch zufrieden mit, dafür, dass zwei richtige schlechte Maps für mich dran kamen. Also richtig schlecht. Und 500 Punkte ist jetzt auch nicht so schlecht. Geht aber besser.
schätze mal, Yannick hat nur irgendwie so doof rumgetrollt. Ja. Ja, auch und Vulnera. Aber ist mir egal. Ich kälter werden, ich will lüften. Ja, ich habe auch schon den ganzen Tag das Fenster auf, aber es wird einfach nicht kälter hier drin. Ja, das ist nicht so die smarte Lösung.